Verzichte nicht auf Kohlenhydrate, wenn du abnehmen möchtest. Hi, Jasper hier. Ich bin studierter Ernährungsberater und ja, das ist tatsächlich meine Empfehlung. Auch wenn man ganz oft da draußen hört, mach Low Carb, mach Ketogen, ist gar keine Kohlenhydrate, von Kohlenhydraten wird man dick, ist absoluter Quatsch. Warum bin ich der Meinung, man sollte ruhig Kohlenhydrate essen? Erstens, weil extremer Verzicht nie langfristig funktioniert. Also selbst wenn man es schafft, damit ein paar Kilo abzunehmen, irgendwann will man ja wieder normal essen und dann isst man wahrscheinlich automatisch mehr, meist sogar viel mehr als vorher davon, weil man ja so lange darauf verzichtet hat und endlich darf man sich's wieder gönnen und dann kommt der klassische Jojo-Effekt und man nimmt alles wieder zu. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen abnehmen und dieses neue Gewicht möglichst für immer halten. Also sollten wir auch eine Ernährungsweise machen, die wir möglichst für immer beibehalten können. Denn unser Körper ist sehr anpassungsfähig. Der passt sich immer an das an, was wir machen. Und wenn wir eine Zeit lang was machen, was uns fürs Abnehmen sorgt und dann wieder was machen, was fürs Zunehmen sorgt, dann haben wir ja nicht lange was davon gewonnen. Aber niemand von uns wird es dauerhaft schaffen, keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Nie wieder ein Brot, nie wieder Nudeln, nie wieder Pizza, nie wieder Schokolade. Ist doch unrealistisch. Und die schöne Nachricht, es ist auch gar nicht notwendig. Denn am Ende braucht der Körper ja einfach nur weniger Kalorien, als er verbrennt. Das heißt, wenn ich weniger esse, als mein Körper verbrennt, dann nehme ich ab. Und es ist vollkommen egal, was ich weniger esse. Ja, es ist vorteilhaft, nicht die Eiweißmenge zu reduzieren, denn von Eiweiß haben wir viele Vorteile. Das hält uns lange satt, das schützt unsere Muskulatur und so weiter. Aber ob ich jetzt ein bisschen weniger Fett esse oder ein bisschen weniger Kohlenhydrate oder ein kleines bisschen weniger Fett und ein bisschen weniger Kohlenhydrate, das macht doch alles keinen Unterschied für den Körper. Es ist egal, Hauptsache wir haben am Ende weniger Kalorien zugeführt. Und viele Menschen, die mögen es eben, Kohlenhydrate zu essen. Sicherlich gibt es ein paar Menschen, die haben gesagt, ich habe mal die Kohlenhydrate weggelassen, habe klassisch Low Carb gemacht und ich habe mich gut damit gefühlt. Ja, okay, dann mach das doch gern. Ja, dann kannst du es machen. Aber wenn man dann allen Leuten sagt, ihr solltet die Kohlenhydrate weglassen, dann hat man auf einmal ganz viele Menschen dabei, die sagen, das probiere ich auch und ich fühle mich nicht gut damit. Ich fühle mich schlecht. Ich habe keine Energie mehr beim Sport. Ich habe Stimmungsschwankungen. Ich habe keine Power auf Arbeit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann abends komme ich vielleicht nicht zur Ruhe, kann nicht gut schlafen. Denn auch dafür sind die Kohlenhydrate ganz wichtig. Denn die Hormone, die dann ausgeschüttet werden, wenn wir die essen, dienen als Gegenspieler gegen das Stresshormon zum Beispiel. Also Leute, die nach einem Arbeitstag abends nicht gut zur Ruhe kommen können, die sind sogar daran, denen würde ich sogar empfehlen, Kohlenhydrate zu essen. Das heißt natürlich nicht, dass man sich eine Tafel Schokolade oder ein Eis reinziehen soll, sondern gern eben Vollkorngetreide, Obst, Gemüse und so weiter. Aber das sind doch super Quellen, die dann funktionieren, das Stress auch eben ein bisschen wegzudrücken, ohne eine Blutzuckerachterbahn zum Beispiel auszulösen. Das heißt, Kohlenhydrate können tatsächlich auch Vorteile haben, wenn man Energiekonzentration braucht. Und ich glaube, ganz viele Menschen, ihr könnt gerne mal kommentieren, wenn ihr das schon mal erlebt habt, die radikal auf Kohlenhydrate verzichtet haben, haben gemerkt, wie viel Heißhunger man bekommen kann, wie schlecht man sich konzentrieren kann, wie schlecht die Stimmung werden kann. Warum soll ich das in Kauf nehmen, wenn es gar nicht notwendig ist? Also, wenn ihr abnehmen wollt und ihr sagt, ich habe schon mal die Kohlenhydrate weggelassen und ich fühle mich dann super, dann macht das gern, ja, dann dürft ihr das gerne machen. Wenn ihr aber sagt, na, wenn es geht, würde ich gerne nicht so sehr auf die Kohlenhydrate verzichten, dann sorgt einfach dafür, dass ihr anderweitig mehr Kalorien verbrennt. Also zum Beispiel einfach, indem ihr euch mehr bewegt, mehr Sport macht, grünen Tee trinkt, kalte Temperaturen nutzt. Also all die Möglichkeiten, die den Kalorienverbrauch anheben, sodass ihr gar nicht so viel weniger essen müsst. Oder wenn ihr es übers Essen regelt, sorgt ihr einfach dafür, dass ihr insgesamt weniger Kalorien esst und nicht nur stumpf die Kohlenhydrate reduziert. Denn dann fühlt ihr euch im Alltag besser, könnt es langfristiger umsetzen und kommt trotzdem zum gleichen Ergebnis. Also, ich hoffe, das war spannend und hat den Mythos ein bisschen aus dem Weg geräumt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, ab in die Kommentare, dann sehen wir uns da unten gleich wieder. Ansonsten, wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt, abonniert ihn gern, denn dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.